Maulbeere, ein natürliches Antibiotikum, ist sehr reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Diese Frucht, die seit der Antike als Heilquelle verwendet wird, kommt auf unseren Tisch, indem sie alle nützlichen Bestandteile des Bodens sammelt. Aufgrund des durchgeführten Trocknungsprozesses kann sie zu jeder Jahreszeit verwendet werden, sodass die Maulbeere das ganze Jahr über verzehrt werden kann. Getrocknete Maulbeeren, die in regelmäßigen Abständen anstelle von Produkten mit raffiniertem Zucker verzehrt werden, bieten unserem Körper unglaubliche Vorteile und heilen viele physiologische Probleme. Was sind die Vorteile des Verzehrs von getrockneten Maulbeeren? Wann und wie viel sollte konsumiert werden? Lassen Sie uns gemeinsam untersuchen. Sie können unseren Kanal kostenlos abonnieren, bevor Sie zu den Vorteilen übergehen. Wir sind hier mit einem neuen informativen Video jeden Tag. Was sind die Vorteile des Verzehrs von nur einer Handvoll getrockneter Maulbeeren pro Tag? Getrocknete Maulbeeren enthalten sowohl lösliche als auch unlösliche Ballaststoffe. Die darin enthaltenen löslichen Ballaststoffe wirken als Probiotika und ernähren die nützlichen Bakterien, die für das Darmgewebe sehr wichtig sind. Unlösliche Ballaststoffe hingegen ziehen Wasser aus dem Körper in das Verdauungssystem, wodurch andere Nährstoffe viel besser aufgenommen werden können. Bereits eine Handvoll getrocknete Maulbeere deckt 15% des täglichen Bedarfs an Ballaststoffen. Die darin enthaltene Pektinsubstanz verbessert die Darmfunktion und unterstützt die gesunde Funktion des Verdauungssystems. Es ist auch reich an Mineralien wie Magnesium, Eisen, Kalium und Phosphor. Hohe Kaliumspiegel übernehmen eine sehr wichtige Verantwortung für den Blutdruckausgleich. Maulbeere mit ihrem reichen Vitamingehalt bekämpft freie Radikale, die Blutgefäße schädigen und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern. Zur selben Zeit, getrocknete Maulbeere ist ein sehr starkes Antioxidans mit antibakteriellen Eigenschaften. Es hilft dem Körper, Viruserkrankungen zu bekämpfen, indem es das Immunsystem mit seiner hohen Menge an stärkenden und schützenden Verbindungen aktiviert. Insbesondere sein Inneres enthält phenolische Verbindungen, die für ihre entzündungshemmende Wirkung bekannt sind. Diese Substanz erweicht den Rachen, lindert trockenen Husten und entspannt die Atemwege. Andererseits enthält Maulbeere Vitaminderivate, die für die Serotoninproduktion verantwortlich sind. Serotonin hebt die Stimmung und reduziert mentalen Stress. Es schützt unser Nervensystem, insbesondere indem es die Ausschüttung des bei Stress ausgeschütteten Hormons Cortisol reduziert. Darüber hinaus hemmen Pflanzenstoffe in Maulbeeren das Wachstum von Krebszellen. Mit Hilfe von Antioxidantien hilft es, Giftstoffe schnell aus dem Körper zu entfernen. Es neutralisiert freie Radikale im Körper. Was sind also die Nachteile des Verzehrs von getrockneten Maulbeeren? Zunächst einmal, obwohl Maulbeere gesund ist, ist sie im Grunde eine Frucht und hat einen gewissen Zuckergehalt. Daher sollten Diabetiker beim Verzehr von getrockneter Maulbeere vorsichtig sein. Außerdem sollten Diabetiker frisches Obst statt getrockneten Früchten bevorzugen. Weil Trockenfrüchte ihren Wassergehalt verlieren, der volumetrische Zuckergehalt jedoch gleich bleibt. Darüber hinaus kann ein übermäßiger Verzehr von getrockneter Maulbeere Verdauungsprobleme verursachen. Wie viel sollte also trockene Maulbeere konsumiert werden? Experten empfehlen, an 3 bis 4 Tagen in der Woche eine oder zwei Handvoll getrocknete Maulbeeren täglich zu verzehren. Es kann problemlos zum Süßen gesunder Lebensmittel wie Milch, Joghurt und Haferflocken verwendet werden. Angesichts dieser Informationen können Sie Ihrer Ernährung getrocknete Maulbeeren hinzufügen und von ihren langfristigen Vorteilen profitieren. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu mögen und zu abonnieren, falls Sie ihn noch nicht abonniert haben. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie informiert.